Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Palwelt. Wir ändern mal kurz unsere Rüstung auf unsere Kälterüstung und gehen in das Eisgebiet, weil es da gibt es Rheinquarz. Das gibt es nur hier oben, deswegen müssen wir da mal kurz hin. Mal schauen. Und wir brauchen davon einiges. Also zwei Vorkommen sollten wir finden. Wäre sehr schön. Also es gibt es scheinbar wirklich nur hier. Ich habe das jetzt gerade gegoogelt. Und dann schauen wir mal. Vergessene Mine, da ist bestimmt dieses Königsalpaka-Dings drin. Das sind schon wieder so Tukutukus. Den killen. Ja, dann lande mal kurz und dann kommen wir wieder höher. Also ich suche eigentlich nur so Vorkommen. Was anderes würde ich nicht, das unten könnte es sein. Ne, das ist Eisen. Was da ist, ist wahrscheinlich auch nicht. Das ist wahrscheinlich ein normaler Stein. Der A-Stein. Da unten, das. Nee, das ist Steinkohle. Würde ich mal tippen. Neben so ein Wumpo. Obwohl, das sieht ein bisschen. Ich glaube, das ist Steinkohle, oder? Nee, das ist Rheinquarz. Ja, kämpf mal gegen das Wumpo. Das hat's verdient. Hau da einfach ein bisschen drauf. Okay, es ist tot. Ich habe überlegt, ob ich einen schnellen Ball drauf werfe. Mein Beacon fühlt sich, glaube ich, gerade ganz groß, weil der das Wumpo besiegt hat. Okay. Gut. 80 Rheinquarz. Kann man akzeptieren. So ein Ei. Das da drüben könnte auch Rheinquarz sein. Man kann unser Beacon ja sparsam mit dem Maulkrister. Und ich hole mir das Rheinquarz. Nee, irgendwie gehen die nicht auf ihn, okay. Wenn die nicht angreifen wollen, das ist jetzt nicht unbedingt ein Problem. Ja, viel mehr sollten wir halt auch wieder nicht mitnehmen, weil ansonsten unsere Tasche gefüllt ist. So, wo geht's jetzt am besten nach Hause in die Richtung? Ja, so Südwesten hier. Unten wäre nochmal ein Rheinquarz. Jetzt fahren. So, nehmen wir mal mit. Okay, mir sollten wir vielleicht nicht mitnehmen. Muss das auch so schwer sein, ganz ehrlich. Okay, wir müssen mehr nach Süden. Das ist schon wieder diese Insel der Schande da drüben. Da hinten ist eine Schatztruhe. Aber wenigstens kriegt man da halt saugute Palbälle. Also von dem her. Oh, da können wir was suchen, ein Ei. Deswegen habe ich noch ein paar Kilo freigelassen. Okay, das sind Seaplexs. Ultrasphären. Oh Gott, das Ding zieht jetzt auch langsamer, deswegen. Ich habe da irgendwo gerade Steine abgebaut. So. Hätten wir das geklärt. Okay,
Ja, ich mach die mal auf und dann ist ja egal, wie schwer wir sind, weil wir dann gleich da sind. Nein, Schnellreise. Damit sollten wir genügend Reinquarz haben. Vorerst. Und wir nehmen auch gleich mal wieder unsere gute hitzeresistente Rüstung, weil die einfach ein bisschen stärker ist, was wir angegriffen werden. Das mal daran. Das eine hier ist ausgebrütet, das kann man gleich mal mitnehmen. Dann kann man gleich ein neues reintun. Okay. Was sind die immer noch kaputt? Warte mal. Also sortieren, das einfach, dass die nicht mehr. Okay, und jetzt, wenn ich die raus tue. Das war der hier, da bin ich mir gerade auch nicht sicher. Der war es auf jeden Fall. Bei dem bin ich mir nicht sicher. Ich mache jetzt einfach mal alle raus, die gerade nichts tun. So, jetzt kommen die alle wieder rein. So, dann habe ich Angst, dass der andere jetzt rausgegangen ist und seine Beschäftigung. Der wird da gleich wieder zugewiesen. So. Gut, das passt dann alles. Dann schauen wir mal zu unserem anderen Preis. Eigentlich hätte ich noch schon die Platinen in Auftrag geben können, aber egal. Okay, ihr habt einmal ein großes und einmal ein kleines gelegt. Ich denke mal, da gibt es irgendwie eine Wahrscheinlichkeit vielleicht. Deswegen lasse ich euch noch mal ein großes machen. Ach, die brauchen alle. Okay, dann kommen schnell meine Platinen dran. Mal schauen, was da rauskommt. Irgendwie bin ich davon gerade nicht so überzeugt, dass da kann man mitnehmen. Schönes Schwert. Ein Gillette. Cool. Aber ich wollte eigentlich nicht das. Ich wollte nicht das nehmen, sondern ich wollte hier das kleine nehmen. So. Dann machen wir die einfach mal. Alles für die Ölförderpumpe. Da können wir jetzt halt auch einige machen, weil ich ja von anderen Lager welche mitgenommen habe. Also let's go. Nicht so faul hier rumsitzen, sondern machen. Die sind ganz hinten. Reise hier. Etwas kalt, das brauchen 42 Sekunden. Die brauchen alle noch so ungefähr 40 Sekunden. Dann machen wir da vorne mal schnell das Lager. Wenn wir wieder kommen, dann haben wir das. Lager sind ja auch wichtig, damit man einfach mal wieder ein paar Pies fährt und so. Mal gegrillte Beere. Schön. Freut mich. Okay, das ist noch gar nicht wieder da. Okay, haben wir die wohl erst ausgeräumt und fliegen wir einfach vor. Und dann landen wir hier. Ah, das sind die erstens fertig. Passt. Dann kann ich den neuen gleich reintun. Oh, ein Fullmark. Cool. Einmal 50. Ein Reptio.
Ein Lilien-Nock, das müssen alle welche sein. Noch eins. Noch eins. So, wie lange braucht ihr so für. Ja, dann lasse ich euch mal ein bisschen. Und wir machen dann einfach mal einen Ausflug wieder nach da und fliegen dann nach oben. Müsste er passen. Schwefel, naja, da können wir jetzt eine Schwefelmine machen. Aber da hat man voll die schöne Aussicht. Okay, ich möchte jetzt nicht unbedingt in der Lava landen. Obsidian-Krater. Das da vorne sieht aber aus wie ein Safe Point, um ehrlich zu sein. Sieht echt aus wie ein Safe Point. Dann fliegen wir da mal runter. Ja, ist mir eigentlich egal. Abstürzen geht schneller. Fliege hier durch die Gegend abstürzen. Oh, das ist echt ein Safe Point. Okay, gut. Können wir uns da mal hinporten? Und mein Fuß ist schon wieder eingeschlafen. Das ist sehr unangenehm. Schnellreisepunkt freigeschalten. Schauen wir mal nach da drüben, was da so gibt. Das sieht spannend aus. Und das ist eine Schatztruhe. Okay, mittelgroße Peisphäre. Oh, ich muss gleich niesen. Boah, ich muss heute eine Vorlesung lesen, das war mir voll peinlich. Aber was hätte ich tun sollen? Und es hat halt dann voll gehalten, das war mir voll peinlich. Dann hier mal kurz da. Okay, dann machen wir noch ein bisschen hinter uns und dann ein Stückchen vor uns. Oh, das sind schon wieder so Schwachköpfe. Ich hasse die Dinger, ich hasse die richtig. Ah, da oben ist ein Ei, das holen wir uns. Eigentlich jage ich in der ganzen Zeit nur Eier. Ich mache eigentlich nichts anderes als immer Eier jagen. Okay, dann machen wir dieses Stückchen da vorne noch. Und dann machen wir einen Ausflug nach, wo andere Sachen noch schwarz sind. Beziehungsweise, glaube ich, gehen wir dann kurz zu dem Checkpoint, laden unsere Eier daheim ab. Weil es sind eh schon wieder so spät ist, weil wir heute wieder alles möglich gemacht haben, außer was wir sollten. Ist ja egal, ich glaube, man hat ja hier unbegrenzt Zeit, deswegen passt das. Meine Platinen sind fertig, das finde ich auch sehr schön. Ich weiß noch nicht, was diese eine Nummer ist, weil uns fehlt doch irgendwie 96 oder so. Das müssen wir mal schauen, was das ist, so, weil uns fehlt das immer noch. Und entweder dann fangen oder herstellen. So, da kurz hoch. Okay, von Wirms. Ei. Es ist voll riskant, dahin zu fliegen, aber ich so, oh Ei. Len. Wenn ich einmal so ein Ei geortet habe, dann nehme ich das mit. Dafür kein Weg dran vorbei. Da oben ist noch mal eins drin sein. Ach nee, das ist so ein Flammbell. Ein paar Kelpsignitze habe ich halt einfach alle, obwohl ich nie eins, glaube ich, gefangen habe. Oder wenn dann nur eins. Weil ich einfach hier so viele Eier davon gefunden habe. Ja, das müssen wir dann in diesem neuen Reich da auch machen. Oh oh. Puh, ich bin, glaube ich, auf den Ei oben gelandet. Nicht auf den Ei, auf der Lymphenstatue.
Okay, jetzt noch ein bisschen geradeaus und dann. Nee, das ist genau die falsche Geradeausrichtung. Dann noch ein bisschen geradeaus und dann haben wir, glaube ich, alles erkundet. Und dann sammeln wir da auch einfach alle Eier ein und hoffen einfach, dass da was dabei ist, was wir brauchen. Okay. Das ist aber fast klüger, nach da oben zu fliegen. Obwohl, müssen wir halt wieder den ganzen Berg hoch. Ja, dann ist vielleicht das nach der rechts noch besser. Laden wir uns kurz auf und dann fliegen wir über die Lava. Ich weiß, wir müssen die Folge beenden. Fliegen wir nur noch kurz auf die andere Seite rüber und dann beende ich die Folge. Okay, ich hoffe, wir stürzen uns nicht in die Lava. Oh Gott, wir sind bisher noch nicht in die Lava gestürzt. Wir sind nicht direkt in der Lava, also ganz knapp am Rand. Okay, dann würde ich mal sagen, wir machen an der Stelle mal einen kurzen Cut und dann sehen wir uns nächstes Mal wieder, wenn es weitergeht bei Palworld. Bis dahin. Bye.